Hallo, liebe Deutschlernende. Milos hat mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen über die deutsche Grammatik reden kann. Und bevor ich weiterrede, verrate ich euch erstmal ein kleines Geheimnis. Okay? In jedem Video, was ich mache, rede ich über die deutsche Grammatik. Natürlich nicht explizit, aber implizit, weil ich die deutsche Grammatik benutze und so lernt ihr authentisch und unbewusst die deutsche Grammatik. Das ist die Methode, die wir hier benutzen. Das Gehirn merkt sich die Muster, das Gehirn erkennt die Muster und dadurch könnt ihr auch Deutsch reden, ohne jemals explizit die Grammatik zu lernen. Natürlich sind manche von euch, wie Milos, auch daran interessiert, explizit Grammatik zu lernen. Entweder weil ihnen Grammatik Spaß macht oder weil ihnen beigebracht wurde, dass man, wenn man eine Sprache lernt, dass man dann immer Grammatik lernen muss. Ja, das Letztere ist aber falsch. Ja, man muss nicht explizit Grammatik lernen, um eine Sprache zu lernen. Man kann auch eine Sprache lernen, ohne jemals sich eine Grammatikregel angeschaut zu haben. Und das ist auch die Methode, mit der ich momentan erfolgreich Italienisch lerne. Seh. Und diese Methode möchte ich euch auch geben, damit ihr wirklich stressfrei Deutsch lernen könnt. Und die Wahrheit ist auch leider, dass ich, dass es ein bisschen meine Kompetenzen übersteigt, beziehungsweise es ist nicht das, was ich machen möchte mit diesem Kanal und mit diesem Projekt. Okay? Also ich weiß es zu schätzen, dass Leute wie Milos mich fragen, rede doch mal über die Grammatik. Aber das ist nicht mein Gebiet. Das ist nicht, wie ich euch Deutsch beibringen möchte. Ja? Ich möchte euch Deutsch auf eine Art beibringen, die inspirierend für euch ist, die Spaß macht und eine Methode, wo ihr auch Dinge lernt, die nichts mit Deutsch zu tun haben, ja? Generelle Dinge über das Leben, über Selbstverbesserung und all sowas. Und das ist wirklich diese Methode. Und ich denke, wenn ich über Grammatik reden würde, dann würde das ein bisschen ablenken, ja? Dann würde mich das wegbringen von dem, was ich eigentlich machen möchte, nämlich euch begeistern, ja? Und ein paar von euch werden begeistert von der deutschen Grammatik, ja. Es gibt Leute, denen macht das sehr viel Spaß, aber leider sind das nicht so viele. Und ich möchte aber, dass wirklich die meisten von euch bei jedem Video sagen, wow, das war echt toll, das war echt inspirierend. Das ist mein Ziel. Und das ist leider der Grund, warum ich nicht explizit über Grammatik spreche, auch weil ich denke, mit dieser Methode lernt ihr besser. Ja? Und es kann auch sein, dass ihr halt sagt, na okay, das finde ich nicht gut, dass der Marco nicht explizit über Grammatik redet. Das ist auch kein Problem. Ja? Es gibt genug andere Leute, die explizit über Grammatik reden. Ja? Wenn ihr in Google eingebt, die Sache, die euch gerade Schwierigkeiten bereiten, oder wenn ihr gerade interessiert seid oder so, dann findet ihr im Internet immer eine gute Erklärung. Und ich kann euch gerne auch helfen dabei, falls ihr irgendeine Frage habt, auch zur deutschen Grammatik, schreibt die in die Facebook-Gruppe und ich kann versuchen, euch dabei zu helfen, einen Link zu finden zu diesem Problem. Aber ich selber werde nicht so viel über Grammatik reden.
Okay, das ist nur, das ist nur sozusagen meine Meinung oder meine Einstellung, mein Ziel, mein Sinn für diesen Kanal und für diese Webseite. Und und ich rede, wie gesagt, in jedem Video über Grammatik. Ja? Ich benutze in jedem Video die deutsche Grammatik und ich denke, da werdet ihr sehr, sehr viel von der deutschen Grammatik lernen. Und für die Leute, die skeptisch sind, vielleicht manche von euch denken vielleicht, ja, das ist, das sagt er, aber das ist zu gut, um wahr zu sein. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Für die Leute, es ist schon gut bewiesen. Ja? Und in meinem E-Mail-Kurs, in meinem E-Mail-Kurs habe ich auch eine E-Mail genau über dieses Problem, genau über diese Frage, ja, ist das denn wahr oder nicht? Und was sind die Beweise, dass die Methode auch wirklich funktioniert? Deswegen verweise ich euch einmal zum E-Mail-Kurs, wo die Methode nochmal erklärt wird. Und falls ihr ein bisschen etwas über Grammatik lernen wollt und dabei auch Spaß haben wollt, dann verweise ich euch auch zu meinem E-Buch und Hörbuch. Ja? Ich habe ein E-Buch und Hörbuch geschrieben. In diesem E-Buch und Hörbuch, da rede ich auch über Grammatik und ich erkläre die Grammatik. Aber ich mache dies, weil es im Zusammenhang mit Humor steht. Ja, ich möchte, dass ihr auch die Witze versteht. Insofern, das ist die einzige, das Einzige, was ich mit der Grammatik gemacht habe. Das einzige Material, was ich gemacht habe, wo ich Grammatik erkläre, um euch sozusagen, um euch den Humor von Mark Twain verständlich zu machen. Ja, und das war das Maximum an Grammatik, was ich mache. Und das, ich denke auch, das Maximum an Grammatik, was man als Schüler braucht. Ja, denn ein Problem mit der Grammatik ist es, dass es wird immer sehr, sehr kompliziert. Es wird ganz schnell sehr, sehr kompliziert. Und ich möchte einfach nicht, dass ihr Deutsch lernt und dann wird das alles kompliziert, den ganzen Regeln und ihr seht den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil so viel Information ist. Nein, ich möchte, dass ihr wirklich innerhalb kürzester Zeit sprechen könnt. Ja? Und ihr könnt nicht in kurzer Zeit sprechen, wenn ihr euch zu sehr mit der deutschen Grammatik beschäftigt, weil ihr dann diese ganzen Regeln im Kopf habt und ihr wollt was sagen, aber dann denkt ihr, aber das nach der und der Regel muss ich das so, aber dann gibt es diese Ausnahme und deswegen muss ich das anders und dann könnt ihr einfach gar nicht mehr reden, weil ihr nur diese ganzen Regeln schwirren euch im Kopf umher und das möchte ich nicht für euch. Ja? Ich möchte wirklich, dass ihr Deutsch auf eine sehr natürliche Art und Weise lernt und auch auf eine Weise, womit ihr halt sehr schnell sprechen könnt. Und das ist der Grund, warum ich nicht so viel über Grammatik rede. Wie gesagt, alles, was man über Grammatik wissen sollte, ist in meinem E-Buch und Hörbuch. Ansonsten benutze ich die Methode von Stephen Krashen, die natürliche Methode. Und die ist in meinem E-Mail-Kurs gut erklärt. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, ihr seid nicht zu betrübt, nicht zu traurig, dass ich nicht mehr über Grammatik rede. Und ich wünsche euch noch viel Spaß heute und bis morgen. Tschüss!